In dieser Lerneinheit beschäftigen wir uns tiefer mit den CSS-Grundlagen, also mit der Sprache selbst. Nochmal als Hinweis, Sie finden das Ganze auch bei Self-HTML unter CSS. Und zusätzlich noch habe ich bei www.edvlehrgang.de auch noch eine schöne Beschreibung der CSS-Syntax gesehen. Generell ist CSS in Regelsätzen organisiert, die bestimmen dann Eigenschaften, die Sie selber definieren. Ein Regelsatz besteht generell aus einem Selektor. Das sind dann typischerweise HTML-Elemente, um die es geht, gefolgt von geschweiften Klammern. Diese geschweiften Klammern können Sie mit einem Block in Java vergleichen und da drin stehen dann eine oder mehrere Deklarationen, jeweils mit Eigenschaften Wertpaare. Eine Deklaration trennt die Eigenschaft und den Wert immer mit einem Doppelpunkt und schließt mit einem Semikolon ab. Hier sehen Sie das Ganze mal ganz allgemein formuliert. Der Selektor legt fest, für welche HTML-Elemente die Regel gilt. Das Ganze ist die Regel. Die besteht dann aus einer oder mehreren Deklarationen mit den jeweiligen Eigenschaft-Wertpaaren. Eine Deklaration endet immer mit einem Semikolon. Genau was gerade erwähnt wurde. Wozu können Sie das Ganze einsetzen? Hier sind mal die Attributarten so grob klassifiziert. Sie können die Schriftformatierung festlegen. Dazu zählt Schriftart, Stil, Größe, Schriftgewicht, also wie fett das sein soll, die Farbe. Absatzformatierung mit Texteinrückung und Ausrichtung, Zeilenhöhe, Zeilenumbruch, Außenrandabstand, wie sich dieser Teil dieses Modul zu anderen Nachbarelementen verhält, ein Innenabstand mit dem jeweiligen Inhalt, der dann da drin ist, wie da die Abstände zu der Elementgrenze verlaufen sollen, Rahmen, Hintergrund, Listen- und Tabellenformatierung und Positionierung. Eigentlich alles das, was Sie auch in Word einstellen können, das können Sie hier auch über die CSS-Attribute tun. Dann ist die Frage, welche Arten von Selektoren gibt es? Es gibt den Sternselektor, der spricht absolut alle Elemente an, der ist global. Dann können Sie bestimmte Elemente benennen, ja, zum Beispiel H1, P oder Q. Wie das aussieht, schauen wir uns gleich noch an. Also quasi definieren, wie eine H1-Überschrift formatiert sein soll. Dann können Sie ein Element mit einem Namen angeben. Durch dieses Hashtag getrennt. Das ist dann ein eindeutiger Identifier. Damit können Sie ganz speziell einzelne Elemente ansprechen, die eben genau diese ID haben. Und pro Seite darf natürlich diese ID nur einmal vergeben werden. Wenn Sie eine Eigenschaft mehrfach vergeben wollen, sollten Sie sie nicht über eine ID, sondern über eine Klasse ansprechen. Und jedes einzelne HTML-Element kann auch mit dieser Klasse versehen werden. Und so können Sie quasi eine Gruppe auch von verschiedenen HTML-Elementen ansprechen, die alle diese Klasse besitzen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Zusätzlich können Sie noch Gruppen von HTML-Elementen ansprechen. Die werden durch Komma getrennt. Wenn Sie mehrere HTML-Elemente angeben ohne Komma getrennt, dann müssen das Nachfahren sein. Typische Nachfahren wären zum Beispiel von einer OL, von einer Liste, das LI, das Listenelement. Denn ein Listenelement befindet sich immer übergeordnet in einem OL. Das UL können Sie dann wiederum separat definieren. Also das heißt, damit können Sie wirklich auch Pfade in der HTML-Syntax nachbauen über CSS. Dann gibt es Pseudoklassen. Das hat nichts mit Objektorientierung zu tun. Das sind eigentlich Eigenschaften von Links. Dafür wird es am meisten verwendet. Auch das schauen wir uns jeweils noch genauer an. Fangen wir erstmal mit dem globalen Element an, dem Stern. Hier sagen Sie in diesem Style, der im HTML-Head definiert ist, alles, was irgendwie eine Color hat, soll blau sein. Und dann wird diese Deklaration für alle HTML-Elemente angewendet, die eben einen Color-Wert haben können. Alles ist dann blau. Jetzt sagen Sie, ich möchte nur Paragraphs blau haben. Das bedeutet, jedes P-Element im Body wird dann blau gezeichnet, wie hier in dem Beispiel.
Dann haben Sie eindeutige Identifier. Das sehen Sie hier in diesem Paragraph. Dieser Paragraph hat diese ID-Beispiel. Der Identifier sollte eindeutig sein. Das bedeutet, es betrifft nur dieses eine P-Element. Und dieses eine P-Element ist dann blau in diesem Fall. Wenn es mehrere P-Elemente betreffen soll, aber eben nicht alle, dann können Sie eine Klasse definieren. Hier haben Sie eine Klassendefinition Beispiel, die unterscheidet sich darin, dass hier vorne ein Punkt steht. Und jedes Element, was dann von dieser Klasse ist, wird eben blau gekennzeichnet. Hier haben Sie eine Auflistung verschiedener HTML-Elemente, also das heißt sowohl die Überschrift H1 als auch alles, was die ID Beispiel hat, wird blau gezeichnet. Und das betrifft dann eben alle H1-Überschriften und den Paragraph mit dieser ID. Und so können Sie auch verschiedenste HTML-Elemente auflisten. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Das ist die Nachfahrendefinition. Sie haben hier ein Element mit der ID Beispiel. Und innerhalb dieses Elementes gibt es ein Q-Tag. Und dieses Q-Tag soll dann blau sein. Ja, das ist quasi nur hier dieser Webseitenbegriff. Das ist ein Q innerhalb dieses ID-Tags. Nur der ist betroffen. Darunter sehen Sie noch eine weitere Zeile, die aber nicht innerhalb dieser ID ist. Also ist diese Zeile davon nicht betroffen. Sie sehen jetzt schon, wie präzise Sie einzelne Elemente ansteuern können und welche verschiedenen Möglichkeiten Sie haben dazu. Noch ein Wort zu den Pseudoklassen. Die werden oft für Links verwendet. Das bedeutet hier, wenn Sie mit Doppelpunkt Link das angeben, formatieren Sie den Link im Originalzustand. Das ist ein Link, der noch nicht angeklickt wurde, wo keine Maus gerade drüber fährt. Visited ist ein Link, den Sie schon besucht haben. Den können Sie in einer anderen Farbe darstellen. Das ist der Link, wenn Sie gerade mit der Maus drüber fahren. Das heißt, während Sie da drüber fahren, nimmt dieser Link dann eine andere Farbe an. Oder er wird nur unterstrichen, wenn Sie mit der Maus drüber fahren. Je nachdem, was Sie da einstellen. Hier ist Active. Das ist der Link, während er gerade angeklickt wird, bevor es dann weitergeht. Dieser Zustand wird in der Regel nur sehr kurz eingenommen. Und es gibt sogar noch einen Fokus. Das ist das Element, was gerade den Fokus hat, meistens über Tab-Taste. Wenn Sie da drüber gehen, können Sie dann auch noch die Darstellung von dem Link verändern. So sieht das dann aus. Es betrifft also in diesem Fall immer die Links, den Art-Tag. Und das sind dann die jeweiligen Pseudoklassen dazu und wie sich das dann verhalten soll. Es ist nicht auf Links beschränkt. Sie können dasselbe auch machen für Container, Formularelemente. Bei Links ist es aber sehr offensichtlich. Wir hatten schon gesehen ID versus Class, also zwei verschiedene Arten, Mengen anzusprechen. Die IDs sind eindeutig, die Klassen nicht. Hier sind die beiden nochmal gegenübergestellt. Für Klassen wird in der CSS-Definition vor dem Namen ein Punkt geschrieben und vor einer ID jeweils der Hashtag. Generell, die vergebenen Namen dürfen keinerlei Sonderzeichen oder Umlaute enthalten und auch keine Leerzeichen. Die CSS-Namen sind generell case-sensitive, also als Standardregel am besten alles klein schreiben, damit Sie damit keine Probleme haben. Sie können sogar ein CSS-Element sowohl über Class als auch über ID ansprechen. Das bedeutet, ein CSS-Element kann beides haben. Hier sehen wir mal separate Kennzeichnungen. Also Sie haben ein Paragraph von einer Klasse, etwas, was strong sein soll mit einer Klasse. Hier etwas, was ich nicht tun würde. Sowohl ein Paragraph hat diese ID als auch das Strong, ja, also diese ID gilt quasi einmal für einen Paragraph und einmal für das Strong Tag. Sie sollten das nicht für mehrere Strong Tags tun und auch nicht für mehrere Paragraphen. ID ist also eher zur eindeutigen Bestimmung eines Elementes und nicht um ganze Mengen von Elementen anzusprechen. Das hatten wir auch schon mal kurz betont. Generell
haben die ID-Bereiche mehr Gewicht, also Priorität. Wir haben hier unten den Fall, dass ein Paragraph sowohl eine ID hat, wie auch eine Klasse. Das bedeutet, Sie haben dann zu jeder Definition einen eigenen CSS-Regelsatz. Hier sehen Sie das. Einmal für die Beispielklasse und für die Beispiel-ID. Ja, und die sind teilweise widersprüchlich. Die Frage ist, welche setzt sich durch? Sie sehen, der Beispieltext ist hier rot. Die ID setzt sich durch, weil die spezieller ist. Sie ist halt näher an dem P-Tag als die Klasse, die ja für mehrere P-Tags definiert werden kann. Das ist die Begründung dazu, dass ID eine höhere Priorität hat wie eine Klasse. Wann nimmt man also Class? Immer dann, wenn Sie ein Element mehrfach formatieren wollen, wenn es eben nicht eindeutig nur einmal in einem Text auf einer Seite vorkommt. Hier ein Beispiel dazu. Sie wollen etwas markieren, was wichtig ist. Das wird dann rot. Das definiert man typischerweise als Klasse und das kann eben mehrfach in dem Text vorkommen. Und alles, was dann eben wichtig ist, wird dann rot markiert. Und das ist in einem Span-Tag eingegliedert, der halt die Formatierung nicht ändert. Elemente, die es nur wirklich einmal geben soll, die sollten Sie mit einer ID kennzeichnen, um eben auch diese Eindeutigkeit zu definieren. Das gilt halt hier für den Banner. Der soll nur einmal vorkommen. Das heißt, Sie haben hier eine wirklich eindeutige Formatierung. Das war schon der erste Teil der Grundlagen.